Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es im Grundgesetz gleich zu Beginn in Artikel 1. Aber ist sie das? In den letzten Wochen und Monaten wurde in der Öffentlichkeit immer wieder darüber diskutiert, ist unsere Gesellschaft noch gerecht oder geht die Schere zwischen Arm und Reich viel zu weit auseinander? Dahinter steckt natürlich immer wieder die Frage, ist für viele ein Leben in Würde überhaupt noch möglich? Denn die Würde ist antastbar. In vielen alltäglichen Situationen, in die wir alle geraten können. Der Kampf um die Würde, er betrifft eben nicht nur einige wenige am sogenannten Rand der Gesellschaft. Menschen kämpfen um ihre Würde, wenn junge Familien mit Kindern einfach keine Wohnung finden. Wenn für Jugendliche das Wort Chancengleichheit wirklich nur ein Wort ist. Menschen kämpfen um ihre Würde, wenn sie ihre Arbeit verlieren und gemieden werden. Oder wenn sie am Leben teilhaben wollen, aber es einfach nicht können, weil das Geld nicht mehr reicht. Wir kämpfen um unsere Würde in Pflegeheimen, wenn wir uns selbst überlassen werden, in unwürdigen Situationen. Dieses Buch will Menschen, die um ihre Würde kämpfen, eine Stimme geben. Und diesen Stimmen sollten wir zuhören. Denn durch sie sehen wir, wo die Würde in Gefahr ist und wo wir ansetzen können, um die Situation zu verbessern. Denn es geht in diesem Buch auch um Ideen und Projekte, die Hoffnung machen. Der Erlös dieses Buchs geht an den Verein Herzenssache, der sich für Kinder und Jugendliche und Chancengleichheit einsetzt. Unsere Gesellschaft ist so integer, wie es ihr gelingt, auch die Schwachen in Ausnahmesituationen zu schützen. Der Kampf um die Würde und was wir vom wahren Leben lernen können.